wenn Sie es haben, in die Leitung und drei Geldpakete abkassieren. Wir starten mal unseren ersten Song. Oh, was war das denn noch? Oh nein, jetzt geht mein Verband ab. Mach nochmal. Oh. Es liegt mir auf der Zunge. Wir starten in 2, 1, jetzt. Du, ich wundere mich, warum mein Fuß mir so weh tut. Da ist mir diese Spange, diese fiese, unterm Fuß gerutscht und hat da reingepiekt. Kein Wunder. So, wer hat noch was? Im Übrigen in wenigen Augenblicken hier Tina Kaiser mit Pronto. Wir verabschieden uns schon fast wieder, ne? Achtung. Jawohl! Wen habe ich da? Was ist das nochmal? Ach so. Wir spielen jetzt 1, 2, 3. Und das Ganze mit dem Ampelhaut-Button. Ich erkläre das gleich. Wir machen jetzt pro Runde 5 Gewinner. Und einer dieser 5 Gewinner kommt auch zu mir ins Studio. Per Zufall wird er dann ausgewählt. Und der gewinnt 3 Geldpakete. Ich zeige Ihnen mal, worum es geht. So. Geht gleich los. Immer mit der Ruhe. So. Stube, Fisch und Blech. Welches Fischblech? Gibt es noch Verletzte zum Schluss der Sendung? Switchen unheimlich zügig von grün auf rot. Deswegen sollte man sich das eben immer nicht entgehen lassen, ne? Wenn man schnell gewinnen kann. Danke. Aber lackierte Fußnägel immerhin. So. Achtung! Wer hat was? Jetzt. Stube, Fisch, Blech, was kommt da vor? 2 Ampeln noch grün. 2 Ampeln noch grün. Und das Geld, welches Sie jetzt gewinnen, ist morgen auf dem Konto. Das finde ich so toll, weil live muss man sowieso nie lange warten. Aber dass man das dann so gleich am nächsten Tag hat, innerhalb von ein paar Stunden, finde ich sexy. Die vierte Leitung ist rot. Wie sieht's aus, meine Damen und Herren? Hat jemand Bock auf 3 Geldpakete? Dann sollten Sie die letzte Ampel für sich... Cool. Dann sollten Sie die letzte Ampel für sich nutzen, denn noch ist eine grün. Man weiß nie, wie lange das Ganze gilt. Achtung! Wochenend und Sonnenschein. Wissen Sie, warum ich mich so aufs nächste Wochenende freue? Weil ich am nächsten Wochenende zu meiner Mama fahre. Hast du nächstes Wochenende frei? Marco hat auch frei. Fährst du auch zu deinen Eltern? Ich fahre zu meiner Mama. An die Mosel. So, jetzt aber alle Ampeln rot. Jetzt mal bitte nicht anrufen. Ist schon einer ausge... Ist jemand bei mir? Hallo Anna, hier ist Elisabeth. Schatzele, Elisabeth. Hab gerade erzählt, dass ich nächstes Wochenende zu meiner Mama fahre. So, was hast du raus? Backstube, Backfisch, Backfisch. Oh, Backfisch ist so lecker, ne? Kennst genau. du das, Backfisch? Hast du schon mal gegessen? Backfisch, ja. Ja, lecker. Backfisch. Mmh. So, Elisabeth, ich packe gerade aus für dich. Und gewonnen hast du 50, 70, 90, 100, 120 Euro. Super, danke schön. Herzlichen Glückwunsch, danke dir. Danke. Tschüss. Backfisch. Ich komme ja aus Hamburg, da gibt es immer Backfisch. Und ab und zu gibt es hier in München am Sendlinger Torplatz den Hamburger Fischmarkt. Und da gibt es dann auch Backfisch. So, Frau Arbeit Schuh. Wer hat's? Wieder 5 Gewinner. Mann, das ist ja, dann haben wir in 2 Runden schon 10 Gewinner gemacht. Das finde ich gut. Wir starten in 3, 2, 1 und bitte. Wann ist eigentlich der Hamburger Fischmarkt wieder am Sendlinger Torplatz? Der war, glaube ich, gerade erst, ne, vor einem Monat oder zwei. Da muss man mal hingehen als München, das ist ganz interessant. Da gibt es einen richtigen Matjes-Salat, einen Heringssalat, Heringshappen, Rollmops, Brathering und Backfisch. Münchner essen ja lieber Fleisch, so Schweinebraten. Obwohl ich neulich in Berlin war, da war es auch echt schwer, frischen Fisch zu kriegen, ne? Boah. Im KDW habe ich dann einen bekommen.
So. 5 Ampeln. Frau, Arbeit, Schuh. Wir machen mal einen Schuh, ne? Pack schon mal die Pakete aus. Elisabeth war dann, aber als die 5. Ampel besetzt war, schnell da, ne? Ging nicht. Ratzidifatzi. Sehr gut. Gleich, meine Damen und Herren, der 9 Live. Oh,